Moin und herzlich willkommen zur Paddeltour durch die Elbe. Sind hier auf 50 Jahre alten Faltbooten, alle so Baujahr 70 um die Ecke. Unser ist aus der DDR, da. Oh. Und wir fahren eine Woche über die Elbe, von Magdeburg bis nach Hamburg, so der Plan. Für Ankommen seht ihr jetzt. Man ist richtig motiviert. Schaffel! Ui, ui, ui. 7 Tage auf dem Wasser, 3 50 Jahre alte Faltboote, 300 Flusskilometer von Magdeburg bis Hamburg. 7 Tage besteht unsere Welt nur aus 2 Ufern. 7 Tage lang Waschen im Fluss, 7 Tage totale Entschleunigung im Fahrwasser der Elbe, im Einklang mit dem Strom und vielen Herausforderungen. Dieser Ausflug ist vielleicht nicht unbedingt spannungsgeladen und bombastisch, aber für uns war es ein einmaliges Abenteuer. Oder wie? Ja, ich bin der Einzige, der fahren darf. Oh. Ist auf der Autobahn. 2 Stunden oder so sind wir da. Beide sind eingeschlafen, Rücken tut weh. Schauen, wer gleich die kürzeren zieht, dass ich hier raus kann. Spaß. Die Pässe bitte. Hast du geschlafen? Guten Abend, Prinzessin. Na, sind wir da? Na, hallo, hier ist Marco. Hallo. So, läuft die Kamera. Mütze sitzt. Die 2 kleinen Boote sind seetauglich. Auch schon gepackt. Da haben wir Stoffel. Den Straßenmusikanten hier. Legt ein Fashion Solo hin. Sehr gut. Doch leider haben wir auch eine kleine Leckage im großen Boot. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich hätte jetzt notdürftig geflickt. Oh. Ja, so genau. Ein Abfuck, nicht einen Meter gefahren. Wir haben es 11:45. Es fängt langsam an mit dem Regen an. Aber läuft, dann geht das. So, der Kahn schwimmt wieder. Wie lange? Der Regen hat auch aufgehört. Kann man bald los. Komm noch mal zusammen hier kurz. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung hier. Captain Money hat uns für jeden Tag noch eine kleine Challenge gesetzt. Oh Gott. Ah, toll. Oh, geil. Also. Ahoi, meine Captains. Und Grüße aus Norwegen. Damit ihr auf eurer großen Fahrt keine Langeweile bekommt, habe ich für den Start eine kleine Aufgabe für euch. Aus der norwegischen Bronzezeit stammt nämlich die Tradition der Galionsfiguren. Und damit ihr immer eine gute und sichere Fahrt habt, solltet ihr diese auch an eure Boote anbringen. Allzeit eine gute Fahrt. Hat drei Wasser. Ja, das kriegen, ja, das kriegen wir hin. Easy, hier fertig. Ja, müssen wir ja nicht jetzt sofort, wir können erstmal ein paar Meter machen. Ja, wir machen ja, erstmal genau, erst Start bevor raus, wir Stunden. Wollte gerade sagen, muss nur heute fertig werden, ja. Können wir auch, wenn wir anlanden. Danke, Captain. Oh, Boot ist wieder heil. Wir sind jetzt auch schon auf der Elbe angekommen. Direkt der Sog hat uns reingezogen. Jetzt lassen wir uns erstmal ein Stückchen treiben. Oh, das war sehr anstrengend. Das Boot ist nicht die beste Wahl. Da war es auch zu flach für das Ruder. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch irgendwie anbauen. Aber jetzt startet es endlich. Huma! Hey! Dieses Schmuckstück wurde 1848 als Eisenbahnbrücke gebaut und ist heute eine der ältesten und größten Hubbrücken in Deutschland. Seit 2002 ist sie in der höchsten Stufe arretiert und ermöglicht so Fußgängern den Elbübertritt. Und ich hab's wieder gemacht. Das ist wieder passiert. Ja.
DJI war nicht angemeldet, Flugentfernung maximal 50 Meter. Die ist da hinten hinter der Brücke einfach stehen geblieben. Staffel ist stromaufwärts Vollgas gepaddelt und irgendwann mal das Bild weg. Manni, tut mir leid. Oha. Fuck. Was denn? Hinten ist alles voller Wasser bei mir. Oh. Ich sollte mal irgendwie anlanden, wenn es geht. Alles klar, dann einmal da links rüber zur Sandbank. Ich merke gerade hier, wie das Wasser bei mir vorne ankommt. Oh oh. Nee. Ah, das wird kein Loch sein, das hast du hier nur reingeschaufelt. Alles gut. Entwarnung! Sonst wäre das auch schon. Du hast dich nur eingepisst. Sonst wäre das auch schon mehr. Na, wir sind jetzt fast 3 Stunden unterwegs. Das hast du ja locker in der Zeit da reingeschaufelt oder mal eine kleine Welle. Wunderschön. Auch das hier ist keine normale Brücke, sondern die längste Kanalbrücke der Welt. Mit 918 Metern Länge spart sie dem Schiffsverkehr 12 Kilometer Umweg über die Normalroute. Durch Luftsprudelanlagen wird sie sogar im Winter eisfrei gehalten und ist somit ganzjährig befahrbar. Für uns hieß es aber erstmal Lagerplatz finden und den ersten Tag ausklingen lassen. Erstes Camp, erster Tag ist beendet, knapp 20 Kilometer geschafft. Ein Leck. Aber direkt gepflegt. Eine Drohne. Eine Drohne ist drauf. War richtig Strecke gemacht. Gute Bilanz. Und perfekten Abend noch gehabt. Die ultimative Entschädigung. Und durch den Struggle ist die Belohnung umso größer gewesen, als wir erstmal los waren. Das stimmt allerdings. Und bis jetzt hält auch alles? Ein bisschen sabbeln und dann pennen, ja. Die Galionsfiguren haben wir noch gebastelt, aber erst am nächsten Tag angebracht. So, Challenge Nummer 1 haben wir fertig. Damit sind wir geschützt und der Captain ist zufrieden. Die Sonne kommt raus, ist allerdings auch schon 10:30. Heute Morgen hat es noch mal gut geregnet und war scheiße windig. Zelt haben aber gehalten, alles ist trocken. Wir haben sehr viel geiler gepackt. Alle haben mehr Platz als vorher. Keine Ahnung, was wir gestern gemacht haben. Vorher konnten wir gestern nicht mehr machen. Haben aber jetzt noch ein bisschen trockenes Zeug schon mal mitgenommen. Heute ist das Ziel auf jeden Fall Feuer machen. Mal gucken, was der Captain noch für eine Challenge stellt. Badi, das sieht geil aus. Yo! Neue Challenge ist da! Nee, komm bei! Wir müssen weiter! Komm bei! Komm bei! Seht dabei! Der Seemann! Ist der Haar noch fest? Ja, sieht gut aus! Ja! Sieht richtig gut aus! Ja, kommt jetzt eigentlich noch der Mini, ne? Jetzt, wo ihr auf dem Wasser seid, müsst ihr eure Boote natürlich auch vernünftig sichern. Deshalb zeige ich jetzt euch mal ein paar Steak. So, als erstes nimmst du ein Tüdelband, machst einen Kringel drum, gehst einmal mit dem Ende unten durch, dann unten rum, wieder zurück und dann ziehst du ihn fest. Zack, hast ein paar Steak, kannst Sachen mit festmachen oder auch nicht. Viel Spaß! Und jetzt seid ihr gefragt. Jeder sucht sich von euch einen Knoten aus, den er uns allen zeigt. Wie in einem Tutorial. Viel Glück. Lücke Thiel. Klappe belegen. Sehr gut. Was? Ach, machst du direkt? Knotenkunde mit Manni. Ja! Jo, Kines. Hier ist Onkel Christoph. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man Klappen belegt. Dann nimmst du das Seil. Drehst du einmal hoch. Drehst du nochmal hoch. Und dann machst du das Auge. Dann legst du hier drüber. Zack. Kannst du Pumpe schützen machen. Oder auch nicht. Kurz danach ist Matthäus plötzlich extrem schlecht geworden und wir waren zu einer längeren Pause gezwungen. Immerhin konnten wir unseren alternativen Antrieb etwas testen. Ich hatte da hohe Erwartungen reingesetzt, aber wir waren einfach zu blöd, das Ding zu benutzen.
das war's. Hat heute mal so ein bisschen spooky machen. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Aber nur ein bisschen. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Ganz spontan. 17 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Da gucken wir eventuell bei einer Gaststätte oder so mal das Wasser auffüllen. Das ist geplündert. Ja. Gebrandschatz, nicht geplündert. Das ist Diebstahl, das darf man nicht. Wir hatten den ganzen Tag extremen Wind und das große Boot wurde immer wieder in die Buchten getrieben. Da wir teilweise Rückenwind hatten, sind wir aber trotzdem ganz gut vorangekommen. Ja, das sieht ja hier echt nicht schnell aus, wenn wir so einen breiten Fluss haben, aber... Guck mal. Ist nichts tun, finde ich das schon ganz fix. Ist auf jeden Fall noch mindestens 10 Kilometer bis in dem kleinen Örtchen. Sollte eigentlich in einer Stunde oder so, in 2 Stunden da sein. Nachdem wir im kleinen Ort Ferchland unser Wasser aufgefüllt hatten, gab der Wind langsam nach und es wurde Zeit, ein Lager aufzuschlagen. Knotenkunde mit Money. Ja! Ja moin, ich bin's, Matthäusch. Und ich zeige euch jetzt meinen Knoten. Das ist nämlich der Achter. Habt da so 2 Enden. Macht da eine normale Schleife von. Schnappt euch hier rüber. Geht mit dem anderen, nee, falsch rum. So einmal rüber. Und so. Zieht er ihn fest. Ist dafür da, um 2 verschiedene dicke, nee, gleich dicke Seile aneinander zu knoten. Oder auch nicht.